Ich gebe ja ganz, ganz viele Tipps, vor allem für die Oberstufe und für das Abitur. Mich erreichen aber auch täglich Nachrichten. Okay, täglich ist übertrieben, aber zumindest wöchentlich Nachrichten, in denen steht: Lara, was soll ich aber eigentlich in der Mittelstufe machen? Also sogar Nachrichten von Fünftklässlern haben mich erreicht und die Leute haben mich gefragt, was sie dann machen können, gerade in der 5. Klasse, 6. Klasse, 7., 8., 9. Also in der Zeit, in der die Noten noch nicht ganz so wichtig sind, wenn man sowieso das Abitur anstrebt, aber natürlich will man sich da auch nicht so hängen lassen. Und gerade ich als Sally-YouTuberin sehe es so ein bisschen in meiner Verantwortung, euch da mal meine Tipps mitzugeben, beziehungsweise das mitzugeben, was ich jetzt im Nachhinein anders machen würde, denn da gibt es auf jeden Fall schon einige Sachen. Also viel Spaß im heutigen Video. Das Video, was sich an alle richtet, die jetzt noch ein bisschen jünger sind, aber ich glaube, es ist auch sehr interessant für andere Menschen, um mal zu reflektieren, was sie vielleicht damals richtig oder falsch gemacht haben oder wie sie vielleicht meine Meinung jetzt hier wahrnehmen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Lern- und Schultipps. Zuallererst würde ich wirklich sagen, genießt euer Leben mehr. Ich glaube, ich habe mir, oder nicht, ich glaube, es ist so, dass ich mir schon in der Mittel- und Unterstufe extrem viel Druck gemacht habe und immer gute Noten haben wollte, auch wenn sie da nicht wirklich ausschlaggebend waren. Natürlich ist es ganz wichtig, sich auch ein gutes Standing bei den Lehrern aufzubauen und auch die Grundlagen zu vertiefen. Dazu kommen wir auch später noch. Aber die Noten sind dort wirklich nicht so wichtig, wie sie dann später in der Oberstufe sind. Deswegen würde ich auch dementsprechend den Fokus oder die Priorität da ein bisschen anders legen. Das heißt, nicht so viel auf Noten gucken und eher darauf gucken, dass man Spaß hat und die Dinge grundlegend versteht. Ich würde auf jeden Fall auch mehr Zeit investieren in Hobbys oder andere, ja, Freundschaften. Und obwohl es jetzt vielleicht ein bisschen unproduktiv klingt zu sagen, dass man mal da was aushilft, mal da irgendwas ehrenamtlich macht oder mal da ein Hobby nachgeht, erstens ist es auf jeden Fall keine Zeitverschwendung, weil es dir ja persönlich Spaß macht und dich weiterbringt in dem persönlichen Wachstumssinne. Aber was ich auch jetzt gemerkt habe, dass sich das sehr gut auf dem Lebenslauf auch macht und später dir mehr bringt, als dass du weißt, was dich ausmacht als Mensch, was dir Spaß macht. Und das hilft dir auf jeden Fall später auch in der Studienwahl und generell in deinem Leben. Also auf jeden Fall auch Fokus ein bisschen weg von Schule hin zu anderen Dingen. Dann würde ich, wie gesagt, auch ganz viel darauf geben, die Grundlagen zu verstehen. Ich glaube, hätte ich damals noch ein bisschen besser aufgepasst in Mathe, bei zum Beispiel Äquivalenzumformung, bei Potenzregeln, bei Wahrscheinlichkeitsrechnung, Bruchrechnung, diesen ganzen Basics eigentlich, wäre es mir im Abitur sehr viel leichter gefallen. Denn ja, im Abitur, das fällt mir immer wieder bei Mathe, deswegen nenne ich halt Mathe als Beispiel, sind die Grundlagen unglaublich wichtig. Darauf baut einfach alles auf und es ist egal, wie gut du dann im Abitur später eine Kurvendiskussion oder eine Ableitung machen kannst. Es bringt dir nichts, wenn du nicht weißt, wie Zahlen grundlegend funktionieren. Das gleiche habe ich auch gemerkt in Politik oder in Biologie. Also versucht nicht nur die Dinge zu merken, also sie auswendig zu lernen, kurz für den Test, sondern sie wirklich einfach zu verstehen, also zu verstehen, was abgeht und zu verstehen, worauf Dinge aufbauen. Und nein, das Licht ist so schlecht, es regnet. Das ist richtige Herbststimmung. Ich muss meinen Herbsthintergrund irgendwann mal einrichten, das ist noch so voll sommerlich mit diesen Tulpen da. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass die Themen einem Spaß machen. Also ich würde anders machen, dass ich versuche, die Dinge, die wir im Unterricht lernen in der Mittelstufe, schon zu meinem eigenen Alltag irgendwie zu vernetzen und zu wissen, worauf sich das Ganze bezieht, warum das wichtig ist und wie es zu meinem eigenen Leben passt. Also schon das Interesse wecken und den Spaß an den Themen wecken, weil das letztendlich ganz, ganz viel hilft, dran zu bleiben immer und die Motivation zu fördern. Also ich finde, das Wichtigste ist in der Mittelstufe so die Methodik. Und das ist auch schon der nächste Punkt. Versucht nicht unbedingt inhaltlich euch wirklich alles, jedes kleinste Detail zu merken. Das braucht ihr eh nicht. Wenn ihr das könnt, natürlich super, aber ich würde eher den Fokus auf die Methodik legen. Sprich, um das genau zu fassen, versucht schon mal rauszufinden, welche Lernmethoden für euch funktionieren. Mögt ihr es lieber mit Karteikarten zu lernen? Arbeitet ihr mit Mindsets? Mindmaps? Könnt ihr besser lernen, wenn ihr mit anderen Menschen zusammen lernt? Also so diese Sachen rauszufinden, sind dann später sehr, sehr hilfreich. Das ist auch genau das Gleiche, was ich gerade für mein Studio mache. Das beginnt in einer Woche. Status jetzt, wenn ihr das seht, hat es wahrscheinlich schon begonnen. Und ich habe mir jetzt inhaltlich gar nichts angeguckt vorher, also von meinem Studium, aber habe mir schon überlegt, wie ich dann lernen möchte, weil ich glaube, das ist super hilfreich, weil den Inhalt kann man dann im Endeffekt lernen, halt in der Schulzeit dann, also in der Oberstufe, wenn ihr das jetzt anstrebt. Aber die Methodik ist super, wenn ihr die schon vorher habt. Und was ich auch ganz klar machen würde, ist, eine gute Routine zu etablieren und zu wissen, welche Gewohnheiten funktionieren und schon zu versuchen, diese Gewohnheiten eben in meinem Alltag zu integrieren. Das heißt, ich würde mich ganz viel
was ich auch damals eigentlich ganz gut gemacht habe, mich auf meine persönliche, mich auf mein persönliches Wachstum konzentrieren, auf die persönliche Weiterentwicklung, um da gucken, wie ich gute Routinen und gute Gewohnheiten in meinem Leben integrieren kann, sodass es mir einfach besser geht. Und auch wenn wir das wieder mit der Schule verknüpfen wollen, natürlich ist dieses mir geht es besser auch in Relation zu ich kriege irgendwie gute Leistungen in der Schule oder so, oder ich liefere gut ab in der Schule, mir macht Schule mehr Spaß, auf jeden Fall immer verknüpft. Daher wären das die Dinge, auf die ich mich persönlich immer konzentrieren würde. Das sind jetzt so ein paar Dinge, die mir eingefallen sind, als ich darüber nachgedacht habe, was ich anders machen würde, wenn ich nochmal jetzt ein bisschen jünger wäre. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefällt, was ich hier gerade gesagt habe, ob ihr da relaten könnt, ob es vielleicht Tipps sind, die ihr jetzt umsetzen wollt und ob ich so ein Format nochmal machen soll für zum Beispiel das Abitur oder irgendwie sowas in die Richtung oder jetzt den Studienanfang. Würde mich mal sehr interessieren. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, den Video einen Daumen nach oben zu geben und vielleicht eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wünsche euch einen besseren Tag als mir hier gerade. Es ist so regnerisch. Habt ihr es gehört? Das war der Wind. Oh mein Gott. Und ja, hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann!